Liebe Leute, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem erneuten Versuch von Civilization 2. Nachdem der erste Versuch ja glorreicherweise in die Hose gegangen ist, versuchen wir uns erneut an Civilization 2. Und ich habe extra nochmal alles neu zeigen lassen, denn es könnte ja sein, dass ihr gerade erst beim zweiten Versuch einschaltet statt beim ersten. Und ich werde übrigens auch einiges anders machen als im ersten Versuch, aber ich werde jetzt erstmal ein neues Spiel starten. Und jetzt werden wir erstmal uns darum kümmern, dass alles wieder erstellt wird, so wie vorher. Also ich werde es ein bisschen anders angehen als letztes Mal im ersten Versuch. Also ich werde zum Beispiel den Stadtrat werde ich ausmachen, weil der ging mir nachher total auf den Sack. Also dass da alle 1000 Jahre, dass die da angeschissen kommen, das habe ich keine Lust drauf. Also wir spielen wieder auf der großen Karte. Jetzt kommt der Schwierigkeitsgrad und wir haben ja vorher tatsächlich auf Prinz gespielt. Das mache ich aber nicht nochmal. Wir spielen nämlich auf Feldherr. Ich hatte übrigens auch beim ersten Versuch die sämtliche Schwierigkeitsstufen gezeigt und auch sämtliche Baustile und so weiter und so weiter. Also falls ihr euch das mal anschauen wollt, könnt ihr gerne in den ersten Versuch nochmal reinschalten. Falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Weil da erkläre ich das auch so ein bisschen genauer. So, genau, da machen wir wieder wütende Horden. Das war alles schon soweit nicht verkehrt. Aber wir werden den Stadtstil ändern und wir spielen als Kerl. Jawohl. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich ein Kerl bin. Ja, danke. So. Volk, habe ich gesagt, wird sich nicht ändern. Wir spielen nach wie vor die Deutschen. Auch den Text werde ich nicht vorlesen, denn das haben wir ja bereits beim ersten Versuch gelesen. Wie gesagt, wenn ihr das euch gerne mal durchlesen wollt, könnt ihr das gerne tun. So, und wir spielen im Stile des... Ich weiß, es werden sich manche die Haare raufen, aber wir spielen im Stil des fernen Osten. Ja. Ich hatte ja euch entscheiden lassen und ich habe sage und schreibe einen Kommentar dazu gekriegt, der gesagt hatte, ich würde gerne den fernen Osten sehen. Und ich habe auch ehrlich gesagt dazu tendiert, den fernen Osten zu nehmen. Also nehmen wir jetzt den fernen Osten. Fertig. Ja. Also wie gesagt, ich werde es jetzt einigermaßen anders angehen. Also ich werde jetzt erstmal, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Mich erstmal auf bestimmte Technologien konzentrieren. Und vor allen Dingen werde ich mich mal darauf konzentrieren, dass die Schatzkammer sich ziemlich rapide füllt. Und vor allen Dingen, ich hoffe auch, dass die Karte, die jetzt gerade erschaffen wird, dass das eine bessere ist als die, die wir letztes Mal hatten, weil die war echt eine Katastrophe. So, ich werde mir währenddessen gerade mal einschenken. Übrigens, es ist extrem windig, also es könnte sein, dass heute ein paar nicht so schöne Geräusche dazwischen kommen. Das tut mir dann leid, weil ich habe hier nämlich gerade noch Fenster offen. Aber ich denke auch mal, ich werde es gleich mal zumachen oder nachher mal gucken. Aber eigentlich stört es mich nicht, wenn das Fenster offen ist. Bloß für das Mikro ist das ein bisschen blöd, auch wenn ich einen Popschutz dran habe. Ja, und ja, also wir sind mit Renegade durch. Das ist durchgespielt worden. Jetzt starten wir nochmal Civilization 2, wie ich ja gesagt hatte. Hatte ich ja angekündigt, dass wir davon nochmal einen zweiten Versuch starten, im Let's Schnacken Nummer 7. Und ich werde übrigens sowohl den Fail als auch die Playlist von diesem Versuch, werde ich dann in die Videobeschreibung verlinken und die ersten Parts. Also jetzt nicht im ersten Part, sondern dann ab Part 2 dann zu diesem Part. Und dann eben halt den ersten Part von dem Fail-Versuch. Damit ihr dann auch so ein bisschen nachvollziehen könnt, wie das Ganze zustande gekommen ist. So, es dauert übrigens immer ein bisschen, bis er fertig ist. Aber den Text, der gleich kommt, den werde ich auch gleich vorlesen. Wie gerufen. Am Anfang, Friedrich II. Sie sind aufgerückt zum Anführer der Preußen. Möge ihre Herrschaft lange und erfolgreich sein, zumindest die länger als vorher. Die Preußen haben die Kenntnisse Bewässerung, Bergbau, Bronzearbeit, feierliche Bestattung und Straßen. Also wir haben zwei Bonustechnologien, das ist sehr gut. Und ich werde erstmal diese Kackmusik ausmachen, weil die geht mir extrem auf den Sack. Ich mache die vierte Musik an. Die ist wesentlich angenehmer. Wesentlich angenehmer. Und ich werde meine Stadt schon ein bisschen später gründen. Das Dorf will ich ganz gerne mitnehmen. Mich würde nämlich mal interessieren, was da drin ist. So, auch einen anderen Hintergrund, nämlich den hier. So, wir sind nicht Friedrich der Zweite. Wir sind... Hyper... Fan...
Das hat ja beim letzten Mal so schön gepasst. So, wunderbar. Und hier ist so ein blöder Falter schon wieder unterwegs. So, wir werden nämlich als erstes erstmal dieses Dorf mitnehmen. Oh, das war eine hervorragende Idee von mir, das Dorf mitzunehmen. Gut, dann gründen wir jetzt erstmal unsere Stadt. Zugegeben, ein bisschen später. Scheiße. Gut, dann bauen wir erstmal Phalang. Und ich weiß, es ist ungewohnt zu sehen, dass Berlin jetzt einen fernöstlichen Baustil hat. Auch diesen Text werde ich übrigens nicht vorlesen, weil den habe ich bei dem ersten Versuch oft genug vorgelesen. Also wie gesagt, wir müssen unseren Thronsaal aufbauen. Das dürfen wir. Was sich im zweiten Teil übrigens ändert. Im dritten Teil, meine ich. Im dritten Teil, da werden wir dann nämlich den Palast bauen. So war das. Meine Güte. Ich musste erstmal das richtige Wort finden. So, okay. Der Thronsaal verbessert sich schon mal. Und wir kriegen sogar Geld dazu. Das finde ich sehr gut. Das ist schon mal eine vorteilhafte Position, die wir haben. Und die letzte Modernisierung ist fast fertig schon. Sehr schön, finde ich gut. Ich habe das nämlich mal zwischendurch, innerhalb der Zockerbude habe ich das nämlich mal privat gespielt. Und, ja. Dadurch kam das dann nämlich so ein bisschen zustande, weil wir erforschen mal reiten. Also ich habe ja beim ersten Versuch so einige Fehler gemacht, die ich gerne ändern möchte. So, jetzt dauert es wahrscheinlich erstmal, bis der zweite Phalang hervorkommt. Das ist aber nicht so schlimm. Hauptsache, wir kriegen trotzdem noch ein paar Dörfer ab. Das wäre äußerst reizend. Jawohl, der zweite Phalang ist fertig. Sehr schön. Und ich werde übrigens auch meine Städte jetzt ein bisschen näher ranbauen. Als zuvor. Also zuvor hatte ich ja so einen riesen Abstand gehabt. Jetzt werde ich die richtig schön nah ranbauen. So, dass Kartografie jetzt schon so früh da ist, gefällt mir gar nicht. Schrift. Was nehmen wir denn jetzt? Das ist eine schwierige Entscheidung. Komm, nimm die Währung. So, habe ich das geändert eigentlich? Ja. Sehr gut. Wie gesagt, wenn ihr euch gerne was durchlesen wollt, könnt ihr gerne die Pausentaste drücken. Also es ist nicht so, dass ihr hier nicht lesen dürft. Ich entferne übrigens mal mit der Select-Taste hier mal dieses Fenster, weil das Fenster brauchen wir eigentlich nicht. Großartig, weil wir wissen, der Phalang kommt aus Berlin und wir wissen auch, dass wir uns gerade auf Prärie bzw. jetzt auf Waldgelände bewegen. Das war klar. Aber unser Phalang hat überlebt. Und jetzt schlafen wir erstmal eine Runde, beziehungsweise er schläft, damit er wieder volles Leben hat. Und das Schöne ist nämlich, wenn wir ihn schlafen lassen, dann wird er sofort geweckt, sobald er wieder topfit ist. Und der Tempel ist fertig und mir sind gerade die Ohren weggeflogen. Yay! Okay. Das ist schon mal eine andere Insel als die, die wir vorher hatten. Das Blöde ist jetzt nur, dass wir jetzt eben halt schon wieder mit einem Siedler angefangen sind und nicht mit zwei Siedlern, weil manchmal ist das ist hier echt random. Also manchmal fängt man mit einem Siedler an, manchmal mit zwei Siedlern, manchmal mit drei Siedlern. Ja, nicht mit drei Siedlern, aber zwei Siedler ist meistens schon Schluss. So. Gut. Unser Phalang schreitet mal weiter voran. Und erkundet ein bisschen die Insel. Die sieht irgendwie schon ziemlich interessant aus. Vor allem hoffe ich, dass euch der Hintergrund gefällt, den ich jetzt mal genommen habe. Ist mal ein anderer Hintergrund. So. Berlin baut Siedler. Sehr gut. Habt ihr gut gemacht, Berlin. Baut erstmal eine Kaserne. So, den Siedler, den jagen wir gleich mal rüber. Okay, also momentan können wir nicht sehr viel machen, das ist klar am Anfang. Dass wir da immer so mit ein paar People rumlaufen, vereinzelt. Ja, wir sind kleinlich, ich weiß. Und dann gründen wir gleich mal hier Leipzig. Und die bauen auch erstmal Phalanx. Okay, hier scheint nicht viel zu sein. Weiter geht's. Und wir, vor allen Dingen, wir haben, glaube ich, schon mehr Dörfer gefunden als im letzten Versuch. Im letzten Versuch hatten wir ein komplettes Dorf gehabt. Wir haben jetzt schon zwei gehabt.
Einen war ein Barbar drin, anderen war Geld drin. Super. Und wir haben das Gesetzbuch gefunden und wir erforschen jetzt direkt, nee, nicht die Monarchie, sondern die Schrift. Ich will nämlich die Republik haben. Und danach versuche ich die Philosophie abzugreifen, damit ich nämlich, hoppla, damit ich nämlich möglichst schnell den Bonus davon ausschöpfen kann, denn wie wir ja seit dem ersten Versuch wissen, bekommen wir nämlich dann eine Bonustechnologie. So, und ich hoffe, dass in diesem Dorf jetzt mal keine Barbaren drin sind. Ja, genau. Ich kaufe die Kaserne, nachdem ich sie gebaut habe. Ah! Luba. Ich habe einen freundlichen Söldner bekommen, aber dieser Söldner ist für Leipzig vorgesehen. Das ist immer ganz toll, wenn wir einen Söldner kriegen und der ist dann einer Stadt zugewiesen. Ich will mal Söldner haben, die keine haben. So. Gut, das heißt, wir müssen hier leider schon den Tempel in Auftrag geben. Das ist ziemlich blöd gelaufen, aber naja, gut. Lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Das heißt, Leipzig bleibt jetzt erstmal ungeschützt. Beziehungsweise ich werde dafür sorgen, dass der Phalanx in der Nähe bleibt. Und nochmal 50 Goldstücke. Also wir haben jetzt schon mehr, mehr gefunden als im Spiel zuvor. Es hört sich makaber an, es ist aber tatsächlich so. Ich kann da nichts für. Ja, es war schon traurig, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also es war eine kümmerliche Leistung, die ich da abgeliefert habe. Gebe ich zu. So. Und vor allen Dingen, es scheint eine wesentlich größere Insel zu sein, als wir sie das letzte Mal hatten. Finde ich auch schon mal gut. Je größer, desto besser. Und desto mehr Platz gibt es zum Expandieren. Yay. Und dann baust du jetzt mal einen Marktplatz Berlin. Und der Phalanx, der lungert hier mal ein bisschen weiter rum. Und der Bogenschütze schreitet weiter voran. In der Hoffnung, dass er bald mal Leipzig erreicht. Aber es dauert noch 1, 2, 3, 4, 5 Runden, glaube ich. Ich habe gerade die Felder gezählt, also nicht wundern. Ja, ich würde sagen, Lese- und Schreibkunst, genau. So. Gut. Okay, dann guck mal da entlang. Du gehst dahin. Gehst du dahin? Ah, da ist ein Dorf. Okay. Das Ding ist jetzt nämlich, wenn ich jetzt eine Stadt baue, dann wird das Dorf höchstwahrscheinlich weggespawnt. Und das würde ich nicht so geil finden. Aber da ist ein schöner Fischgrund in der Nähe. Das ist also schon mal sehr einladend für eine Stadt. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt schon mehr erreicht in der Zeit als im damaligen ersten Versuch. Es ist tatsächlich so. Es ist so makaber, es klingen mag, aber es ist tatsächlich so. Aussetzen. Ich habe es nämlich geahnt. Ich habe es geahnt, dass das so kommt. Deswegen stelle ich den Phalanx mal dahin. Als Schutz für den Siedler. Das habe ich mir nämlich gedacht. Genauso wie das. Das habe ich mir auch gedacht. Gut. Du pennst erstmal eine Runde. Und du. Joa, zimmer die Stadt ruhig dahin. Hamburg, zack. Fertig, wunderbar. Und dann bauen die auch gleich erstmal einen Fall an. So, der Leipziger Bogenschütze ist angekommen und wir bekommen Wissen. Jawohl, die Lese- und Schreibkunst. Sehr geil. Erlaubt Forschung nach Philosophie. Mystik nötig, okay? Merken, Mystik. Also wenn wir gleich Mystik erforschen können, gleich direkt mitnehmen. Da ist sie. Mystik. Gleich abkassieren. Ich will die Philosophie haben. Ich will die Bonustechnologie mitnehmen. Fortschritt durch Fortschritt. Ja, macht zwar so gar keinen Sinn, aber ist ja egal. Ich hoffe mal, dass Hamburg jetzt bald auf 3 wachsen wird, beziehungsweise Leipzig, genau, damit wir dort dann einen Siedler bauen können und den auch halten können. Denn das Problem hatten wir ja auch gehabt beim ersten Versuch, dass wir eine Einheit nicht halten konnten. Die dann gleich mal aufgelöst wurde. Übrigens, dasselbe gilt auch für Gebäude. Wenn wir Gebäude nicht halten können, werden sie verkauft. Wir bekommen dann ein gewisses Geld.
ein gewisser Geldbetrag dann wieder. Berlin und Leipzig sind auf 3. Das finde ich gut. Das heißt, Berlin wird auch gleich nochmal einen Siedler zimmern und dann machen wir uns an die Arbeit zum ersten Weltwunder. Ihr hört richtig, das erste Weltwunder. So schnell geht das. So. Also ihr seht, wie gesagt, es läuft wesentlich besser. Wesentlich flüssiger als auf Prinz für mich. Ja, ihr seht richtig, das ist das Schöne. Ich habe nämlich gerade was getrunken. Also selbst wenn man trinkt und einigermaßen gut mit dem Controller umgehen kann, dann kann man sogar, während man trinkt, spielen mit einer Hand. Das geht auch. Ich musste nämlich mal kurz ein bisschen was trinken. Und noch ein Dorf. Problem ist jetzt nur, solange Hamburg leer ist, wenn da nämlich wieder Barbaren drin sind, es wäre nicht so lustig. Oh, die haben auch noch Wale da. Okay. Was macht das eigentlich jetzt für einen Unterschied? Gar keinen wahrscheinlich, ne? Doch, die Schildproduktion, okay. Schildproduktion ist also höher, wenn man auf einen Wal baut, okay. Also, ne, ressourcentechnisch. Ah, sehr gut. Der ist schon fertig. Wunderbar. Seht ihr? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass das so kommt. Ich hab's geahnt. Als ob ich das gerochen hätte. Und er hat endlich Veteranenstatus. Yay. Geil. Den Veteranenstatus, den würden unsere Einheiten theoretisch nämlich schon bekommen, wenn die Kaserne gebaut worden wäre. Da wir da aber noch keine Kaserne hatten, hatte er natürlich auch noch keinen Veteranenstatus. Und ich weiß noch, dass ich erzählt hatte, dass das mit dem Status sich später noch ausweiten wird. Ab Civilization 3 war das, glaube ich. Da fängt man mit Wehrdienstleistenden, Wehrdienst hieß, glaube ich, die erste Stufe. Die haben dann 2 Trefferpunkte, die dritte war dann Standard, die vierte war Veteran. Und dann ging das immer weiter nach oben. Und wir bauen gleich direkt das Koloss. Berlin baut ein Koloss. Beziehungsweise wollte ich nicht eigentlich erstmal einen Siedler bauen. Genau, 8 Runden, baue erstmal einen Siedler. So, Leipzig ist auch auf dem besten Wege, das finde ich gut. Okay, vor allen Dingen, wir können uns schön in Richtung der Seite ausbreiten. Oder aber ich werde gleich da oben nochmal Richtung Norden da gleich nochmal eine Stadt hinsetzen. Mal gucken. Philosophie, da ist sie. Da ist die Sophie, der Philo. Ja, der Witz war grottenschlecht, gebe ich zu.